Ja, hallihallo, Hallöchen und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit South Park, The Stick of Truth oder auch der Stab der Wahrheit auf Deutsch, einem Rollenspiel im South Park-Universum. Und ich bin selbst heiß wie Frittenfett auf das Ding, denn ich habe das absolut noch gar nicht gespielt. Eigentlich habe ich das sogar angefangen, weil ich den Nachfolger, wenn er rauskommt in diesem Jahr, am 6. Dezember glaube ich, den möchte ich gerne spielen. Aber da das ein bisschen wohl aufeinander aufbaut, wollte ich den Vorgänger einmal gespielt haben. Und ja, am besten ihr kommt doch mal mit auf diese Reise ins Ungewisse. Und wir fangen ein neues Spiel an, wobei Option, Standard, ach, gibt nur drei Schwierigkeitsgrade. Lass ich einfach mal auf Standard. Ich bin ja Rollenspiel erprobt. Das sieht ja schick aus. Inhalte zum Runterladen. Ach, da gibt es auch noch hier so Sachen. Das kam jetzt unerwartet, dass hier auch noch DLCs sind. Falls jemand von euch die schon hat oder so, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob es sich lohnt, die Dinge sich drauf zu packen. Dann werde ich es vielleicht noch so retrospektiv hinzufügen. Aber jetzt gerade soll es das mal gewesen sein. Also, neues Spiel. Falls die Menge an Perücken und Make-up da und... Oh, da können wir gar nicht hinterherkommen. Ja, die Sprachausgabe wird Deutsch, wird Englisch sein, aber mit deutschen Texten. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls, as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid, before the Drow Elves can manipulate his land, and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the Stick, controls the universe. Klingt doch schon mal knorke. Ah. Okay. Sprayten. Okay, ich kann mir den selbst besprühen mit Bräunung. Achso, das ist nur der Hautton. Bringt das irgendwas Besonderes? Keine Ahnung. Kann ich hier so ein Japanese sein? Das wäre auch ganz tollig. Wobei hier so ein Emo-Gedöns hat auch was. Oh, da gibt es doch einige Frisuren, aus denen wir auswählen können. Was nehme ich denn mal Schönes? Und jeweils auch einige Farben dann offenbar. Hat ein Datten, hat er so ein Verkaufsetikett da drin oder was? Oh, hier so ein bisschen Gangster. Uff, da. Was nehmen wir am besten? Ich weiß es nicht. Ich tue mich immer so schwer mit Charaktererstellung. Da gibt es irgendwie so viel. Ich glaube, so ein Emo, der macht sich richtig geil hier. Machen wir mal hier so richtig schön was anderes. Wobei hier so was Seelenloses, Rothaariges, keine Ahnung. Hier darf ich sowas auch sagen. Also,
Source Park ist ja nicht gerade das politisch korrekte Spielchen. Wobei das hier, das hätte doch hier richtig, das hätte Fluff. Also lasse ich das mal lieber sein. So, Rot hätte natürlich auch was. Aber bei der Friese würde ich mal sagen, bleiben wir mal als Schuster bei unseren Leisten. Oh, jetzt wird die Frage, ob wir was Passendes finden. Oh ja, das würde schon mal... Also das in der engeren Auswahl. Ganz eindeutig. Wobei, das hat doch auch so seinen ganz eigenen Charme. Das ist so ein bisschen hier Classic. Aber fluppt auch eigentlich. Mal kurz gucken, was können wir hier an Farbe noch machen. Achso, das ist die Sekundärfarbe. Nee, dann finde ich das nicht so dolle. Dann nehme ich einfach mal das hier. Bin einverstanden damit und damit sowieso. Joa. Dann mal gucken, was wir hier noch so Schönes machen können. Oh, das hätte ja auch schon mal Stil. Oh, was man nicht alles so einstellen kann. Oh, das hat schon fast hier was Richtung Zombie-Schminke. Oh, ich weiß nicht. Mensch, wenn ich euch jetzt schon fragen könnte, was ich machen soll, würde mir einiges vereinfachen. Ah, nehme ich mal das. Das sieht drollig aus. Nee, keine Brille. So ist gut, ja. Wunderpest. Bestimmte mystische Freunde geben dir spezielle irgendwas. Aber gut, gucken wir mal, was die Story sagt. Boah, ich bin gespannt. Ein bisschen South Park habe ich ja schon geguckt. Zwar nur ein paar Staffeln, aber ich hoffe, ich kenne mich genug aus, um da einiges wiederzufinden. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Da sind wir sicherlich gleich. Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right, get outside and play, son, like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Oh ja, der Charakter passt doch vom Äußerlichen wunderbar zur Darstellung in der Story, würde ich sagen. So mit dem Auge und so, das passt schon. Das ist so ein bisschen Eigenbrötler-Charme, das mag ich. Ja, benutze den L-Stick, um dich im Raum zu bewegen. Ja, gucken wir uns doch mal um. Was zum Beispiel in unserer Spielekiste ist. Offenbar ist die Spielzeugtruhe unser Lager. Okay. Check. Kann ich hier noch... Ah, hiermit kann ich schlagen mit der X-Taste. Mit der Y...
Kann ich da schauen? Oh, hier komme ich ins Inventar. Okay. Och, kann ich nichts mit dem Goldfisch anstellen? Das ist ja schade. Neue Toys braucht das Land. Ja, hier haben wir was. Wir haben Geld, halben Dollar. Und eine Baseballkarte, die so ziemlich gar nichts wert ist. Okay. Na, kann man machen, muss man aber nicht. Oh, hier müssen wir auch noch ran können, oder? Wieso denn nicht? Ins Bett können wir auch noch nicht. Ah gut, welches Kind will so früh schon ins Bett? Wenn wir mal so ganz ehrlich sind. Da, mal schauen, was hier für ein Zimmer ist. Das ist abgeschlossen. Das ist nicht abgeschlossen, da gehen wir doch. Oh ja, das ist gut. Einen alten Schwamm und ein rostiges Rohr. Och, die kann man nicht öffnen. Schade. Geld. Warum wird da Geld versteckt? Ich habe in Kloschränken irgendwie noch nie Geld gefunden. Achso, oh, das üben wir, glaube ich, nochmal. Das Button-Mashing. Da möchte ich einmal einen richtig abseilen. Los, komm! Einmal so richtig, ja! Oh, das war ein guter Schiss. Das war Gold wert. Nicht nur Gold. Klumpen Scheiße bekommen wir. Perfekt, kann man immer gebrauchen. Ah, ich liebe das Spiel jetzt schon. Kleine Vorwarnung, es könnte ein bisschen vulgär werden. Deswegen halte ich mich auch vom Kommentar nicht wirklich zurück. Wenn ich hier mal Scheiße sage, dann ist das einfach passend fürs Spiel. Oh, das hat mir es jetzt gebracht. Oder kann ich hier irgendwas damit bezwecken, wenn ich lang genug drunter stehe? Nö, der ist völlig unbeeindruckt. Hat offenbar keine Bewandtnis, aber ich lasse das Wasser einfach mal an. Wer weiß, ob das Ganze nicht mal überläuft. Das wäre ja ganz interessant. Kann ich das Klopapier benutzen? Nee, offenbar nicht. Gut, dann müssen wir raus. Das war unser Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da mal die Treppe runter. Dum, 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 dum. Oh, da ist Daddy. Und hier ist irgendeine Kammer oder... Ich vermute mal. Ist einfach nur so ein Schrank unter der Treppe, ist alle Harry Potter. Oh, ich kann nicht an den Kühlschrank. Was ist das für ein amerikanischer Haushalt? Ich muss an den Kühlschrank. Oh, Geld. Schwarzer Blendschutz und Gesundheitstrank klein. Wie viel Platz habe ich überhaupt im Inventar? Habe ich unendlich? Das sah mir eigentlich vorher so ein bisschen begrenzt aus. Ein Klumpen Scheiße ist ein Verbrauchsgut, okay. Kram. Frisur, Brillen, Make-up. Ah ja, schwarzer Blendschutz, das ist damit gemeint. Ja, ja, ein kleiner Informationsschub hier für euch. Beim Football meinen sich nämlich die Linien unter den Augen nicht, um erschreckender zu wirken. Nein, das hat einfach den Grund, dass die Scheinwerfer so doll strahlen und mit dem Schwarz unterm Auge kann man ein Stückchen weit einfach das Licht abfangen. Tatsächlich war, weiß ich, weil ich ran NFL schaue, Football. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ich glaube, ich warte ihm zu viel. Gut, dann gehe ich eben raus und finde ein paar Freunde. Da ist was. Ich will hin.
Hey, ich muss das Ding zerstören können, oder? Komme ich da vorbei? Okay, dir wurde eine Quest aufgetragen. Drücke Steuerkreuz rechts, um deine Questübersicht zu öffnen. Neu in der Stadt. Deine Eltern und du seid gerade erst nach South Park gezogen. Sie möchten, dass du rausgehst und Freunde findest. Ziele, geh nach draußen und finde ein paar Kinder, mit denen du Freundschaft schließen kannst. Ja, nochmal der Hinweis, hier ist deine Questübersicht. Mit L kannst du dich durch aktive Quests bewegen und mit A eine auswählen. Drücke erneut A auf der aktiven Quest, um sie auf der Stadtkarte zu sehen. Oh, das ist die Stadtkarte. Recht aufgeräumtes Dörfchen, würde ich mal sagen. Wusste gar nicht, dass South Park so aufgebaut ist. Aber gut, jetzt bin ich um eine Erkenntnis schlauer. Ja, da gibt es einiges zu erkunden, glaube ich. $7 etwas haben wir mittlerweile als Geld. Das ist auch nicht schlecht. Oh, ich habe einen Freund gefunden, einen Schneemann. Hallo, Freund. Hallo. Uhu. Der Freund will nicht mit mir reden. You shall die by my Warhammer, Drow Elf. Nuh-uh. I banish thee to the Forest Realm. Oh, that way I banish you first. Aha, you can't hold out much longer. Help, da rede ich doch mal mit. I can't hold out much longer. Help! Ow, ow, ouch. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Haha. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. War das? Also das ist ein Freund, auf den kann man sich verlassen. Den habe ich ja auch schon in der Serie mitbekommen. Da ich zufällig in der Staffel geguckt habe, wo Kenny nicht dabei war, da habe ich angefangen zu gucken. Deswegen kenne ich Butters natürlich ganz gut. Also rein mit ihnen, ein Freund mehr. Butters, hey alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde. Also wird ihn niemand ärgern. Naja. You should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Okay, aber erstmal möchte ich gucken, was hier im... Oder muss ich hier? Wie kriege ich das Ding da runter? Ey, irgendwie muss ich doch springen können. Ah, ich kann furzen. Ja, das Wichtigste des Spiels habe ich jetzt erfasst. Ich muss da doch irgendwo rankommen. Mal kurz gucken. Options. Kriege ich hier irgendwo die Steuerung? Hilfe? Vielleicht da. Mal schauen. Bewegung. Ach, ich kann auch durch die Welt rennen auf jeden Fall. Mal sehen. Gehen, gehen, gehen und rennen. Okay. Habe ich was dazugelernt? Jetzt muss ich eigentlich nur Butters folgen. Aber da das ja ein bisschen spannend bleiben soll, so, ich mache mal Pause, werden wir das erst in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Dattelzeit mit South Park The Stick of Truth. Ich hoffe, dieser Einstieg hat euch etwas Spaß gemacht. Und ich bin schon gespannt auf das nächste Mal, wenn wir Butters folgen zum König, was der wohl sagen wird. Also, bis dann und bleibt bei mir. Ciao, ciao.